herzlich willkommen zum Ostersonntags-Livestream mit Hardcore Colonization. Das habt ihr mal wieder bestimmt. Ja, ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Osterfest soweit gehabt und seid ganz entspannt und relaxed drauf, denn wir werden heute in Hardcore Colonization das erste Mal unsere Raumstation bemannen und wenn wir dann noch Zeit haben, werden wir vielleicht auch mal diesen komischen IKEA-Rover zusammenbauen. In diesem Sinne aber erstmal hallo und willkommen an den Ernie, an den Dematic, an den Proxy, den Kelvin, den Eidgenossen, den Neo, den Des, den Baha, Santino, Creepy Shadow und Sakemi und der Luca. Zwei Luca sind auch schon da. So, gut. Ja, schauen wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe es ja schon ein bisschen gespoilert. Wir haben ja eine Raumstation hochgeschossen. Und wir haben auch einen Farmer aus dem Orbit gerettet. Es war eine Farmerin. Jetzt ist es der Thomas Kerman, der sich als Farmer für den Mond gemeldet hatte. Genau, das war der Farmer, der das nächstgelegene Ziel hatte. Und vielleicht wollen wir irgendwann mal was anbauen auf dem Mond. Also habe ich schon mal einen Piloten organisiert. Piloten sage ich schon, einen Farmer organisiert. So, und unterwegs sind zurzeit der Neo, der Marius, der Zambier und der Pit. Die sind auf dem Mond gelandet in der Nähe von diesem komischen Steinbogen, um den zu untersuchen. Und wir haben in der letzten Folge ja auch noch eine Raumstation gestartet um Kerbin herum. Und da müssen wir auf jeden Fall noch gucken, dass wir eine Besatzung hochschießen. Das ist nämlich eine der Missionen, die wir zurzeit aktiv haben. Also, was haben wir zurzeit zu tun? Wir haben einen Touristen, der in Richtung unserer Raumstation möchte und dort gerne mindestens 4 Stunden bleiben will. Das ist der Nico Kerman, auch ein Zuschauer, der sich dafür gemeldet hatte und als Tourist gerne mal zur Raumstation fliegen möchte. Wir müssen einen Low-Resolution-Scan vom Moon machen. Das läuft auch schon, der ist da. Da haben wir 4%. Das wird jetzt einfach eine Weile dauern, bis wir einmal komplett alles durchgescannt haben. Wir haben den hier noch offen, irgendwann mal diesen Decoupler. Da müssen wir vielleicht mal gucken, ob es beim Wiedereintritt klappt, zu testen. Wir müssen... Hey, und der Lucky Noob 21 ist jetzt auch ein Kommonaut. Willkommen, Lucky. Und wir haben dann noch einen Touristen, der in Richtung Mond möchte. Das ist der Emmertler, der ist auch noch nicht gestartet. Wir müssen irgendwann mal die Mondraumstation auch noch starten. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und wir müssen eine Crew aus mindestens 2 Kerbals auf unsere Raumstation im Kerbin-Orbit schicken. Und ich würde sagen, genau damit fangen wir jetzt auch mal an, also mit der Raumstation, die zu bemannen, damit die in Benutzung kommt. Und dafür habe ich schon eine Crew zusammengestellt und zwar aus denjenigen, die angemeldet waren. Nee, dafür müssen wir eine Crew zusammenstellen, so rum. Also wen ich schon habe, ist den Nico als Touristen. Und ich habe mir jetzt als Crew überlegt, ich möchte gerne im ersten Schwung 2 Wissenschaftler nach oben bringen. Einen Ingenieur, einen Biologen und einen Medic, um mal zu testen, wie diese Geschichten so funktionieren. Den Biologen, um später auch mal, sobald ich es freigeschaltet habe, ein entsprechendes Labor anzubauen. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal ein paar Kerbals kaufen. Und jetzt haben wir wieder das Problem, sehe ich gerade, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, weil ich kann die Namen gar nicht ändern. Das ist ja ärgerlich. Vielleicht machen wir nachher eine kurze Pause und ich passe die Namen mal an, wir werden sehen. So, also, ich habe mir überlegt, wir brauchen auf jeden Fall 2 Wissenschaftler. Achso, und ich habe das Roosters voll, das ist noch das nächste Problem. Ich muss das erstmal upgraden. Ach, so viele Dinge zu tun. Also, die 282.000 können wir uns locker leisten, dann können wir ab jetzt aber auch Astronauten einstellen bis zum geht nicht mehr. Und ich brauche 2 Wissenschaftler, männlich. Boah, da machen wir mal einen mit hoher Courage und nicht allzu dumm. Oh, das ist ganz schön teuer. Geht. Kriegt man das billiger? Das sind ja Wissenschaftler, ne? Ja, den lassen wir mal so mittelmäßig, das ist mir sonst zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Und der Luca 2611 ist jetzt auch ein Kerbonaut. Hallo Luca. Sekundär-Luca. Und Luca, hör auf, dich mit dem anderen Luca zu streiten. Ihr dürft beide Luca heißen, so ist das halt im Leben. Manchmal haben andere Leute den gleichen Namen. So, also wir stellen uns mal einen Wissenschaftler ein. Zack. So viel sei verraten, der Abonnent, der den bekommt, ist männlich. So, dann stellen wir noch einen 2. Wissenschaftler ein. So viel sei verraten. Der Abonnent, den bekommt, ist
Männlich. So, und dann brauchen wir noch einen Ingenieur. Und so viel sei verraten. Der Abonnent, der ihn bekommt, ist wiederum männlich. So, und dann haben wir noch eine weibliche Biologin am Start. Die sollte nicht allzu dumm sein, weil sie soll ja Biologie können und darf gerne ein bisschen Mut haben. Zack. Und ich würde sagen, die stelle ich mir auch mal ein. Zack. Und dann brauchen wir noch einen Medic, der wird männlich werden. Ah, Sanitäter im Weltraum, ja. Also ein bisschen dumm ist er dann, glaube ich, schon. Aber auch ein bisschen mutig. So, das geht kostentechnisch gerade so ins Budget rein. So, die werden jetzt erstmal eingestellt. Zack, stehen also bereit für die Raumstation. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Ich müsste wahrscheinlich das Savegame editieren, bevor wir zur Raumstation fliegen. Was haltet ihr denn von Folgendem? Wir machen jetzt stattdessen erstmal ein bisschen anderen Kram, zum Beispiel auf dem Mond den Rover bauen und solche Sachen. Und dann mache ich mal so 5-6 Minuten Pause und in der Zeit läuft ein bisschen Musik und ich passe das Savegame an, dass wir mit den richtigen Namen starten. Und ich hoffe, der Stream hing nicht. Also bei mir sieht alles gut aus soweit. Wenn es irgendwie größere Probleme gibt, sag einfach Bescheid. So, also Vorschlag ist, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Action am Mond, und später eine kleine Unterbrechung für das Anpassen vom Safe Game, damit ich die entsprechenden Kerbals anpassen kann. So, wir haben auch ein bisschen Wissenschaftspunkte. Wir können mal gucken, ob das für irgendwas reicht. Wir haben 107, das heißt tatsächlich in der 90-Punkte-Kategorie gäbe es was zu holen. Ist aber alles nicht so spannend, ne? Es ist so Aerodynamik, es ist so, eigentlich wollen wir nicht rumpropellern. Ich glaube, das spare ich lieber. Was schreibt ihr Schönes? Gar kein Idel da. Ja, das ist natürlich traurig, aber das ist dann wohl so. Müssen wir wohl heute überleben. So, jetzt gucken wir nochmal in die Missionssachen rein. Wir haben nämlich noch einen Vertrag frei. Dann können wir mal gucken, was sich hier noch so anbietet. Ach, guck mal, lasst uns doch das hier mal machen. Da können wir nebenbei einfach einen Satelliten starten, der hier Körben mal abscannt. Das ist relativ einfach. Ja. Müssen wir einfach mal gucken. Aber ich glaube, das ist ein guter Auftrag, wo wir auf jeden Fall mehr Kohle reinbekommen und auch ein relativ geringes Risiko haben, dass da irgendwas schief geht. So, und ich würde sagen, damit fangen wir auch direkt mal als erstes an, weil ich muss einfach nur den gespeicherten Satelliten, den ich zum Mond geschickt habe, einmal in Orbit hochschießen. Und ein ScanSat anschalten. Achso, es gibt natürlich auch wieder was zu trinken. Ich denke, der ein oder andere wartet schon ganz, ganz aufgeregt darauf, was es bei mir heute zu trinken gibt. Ich habe mich heute für ein Bier entschieden, und zwar einen Alten Münster Urig Würzig. Aus einer von der Alten Münster Brauer Bier GmbH in Markt Oberdorf, die mich dafür wieder nicht bezahlt haben, aber so ist das halt. Ist ganz nett, sehr süffig, und in diesem Sinne Prost mit dem Osterbier. Ich hoffe, ihr habt was Angenehmes zu trinken und seid auch ordentlich vollgefressen nach den letzten Tagen. So, und frisch gestärkt würde ich mal sagen, nehmen wir uns diesen ScanSat zur Brust. Aber ich glaube, wir können ein bisschen runter eskalieren. Der war latent übertrieben, obwohl es ist einfach billig, das Ding, ne? Eigentlich können wir es auch so lassen. Es ist halt einfach so. Obwohl es vielleicht auch ein bisschen arg viel war. Kommt, wir gucken, ob wir das billiger hinbekommen. 17.000 stehen im Raum. Wir nehmen mal so einen Tank mit. Weiß ich gar nicht, kostet ja nichts, ne? Eigentlich braucht man, glaube ich, gar keinen zweiten. Aus Optikgründen allerhöchstens. Ja, es reicht schon. So, hat das Ding dann noch in der Atmosphäre. Ich gucke nochmal kurz, ob ich Körben habe. Ja. Hat in der Atmosphäre auch ausreichend Druck, dass wir wegkommen. Ja gut, dann machen wir das doch so, würde ich sagen. Das reicht. Noch ein paar Flügelchen dran, dann freuen wir uns und alles ist gut. So.
Zack. Genau, also kleine Probe einfach nur schnell mal in den Kerbin Orbit. Also ich fliege jetzt einfach Richtung Nordpol und dann können wir diesen Auftrag nebenbei mittickern lassen. Das braucht ja einfach eine gewisse Zeit und die nutzen wir einfach. Während wir andere Aufträge machen, erledigt sich dann nach und nach dieser Scan-Auftrag. Das finde ich ganz angenehm. Dann sehen wir vielleicht heute im Laufe des Abends sogar schon Ergebnisse, was der Scansat so gefunden hat auf seiner Scan-Tour. So, jetzt müssen wir ein bisschen runtersteuern hier, nicht ganz so viel. Zack. So. Gut, Staging einmal kontrollieren. Zack, das zusammen mit dem Triebwerk. Dann kommt die nächste Stufe, dann können wir das wegsprengen. Jo, das sieht doch alles ganz gut aus. Super, dann würde ich sagen, erster Start des Abends und ich befürchte fast, wir haben wieder einen Nachtstart. Aber das kennen ja die Anwohner mittlerweile, also machen wir damit einfach auf weiter. Und Baha, ja, ich hab's gelesen. 250 Kilometer ideale Höhe. Ich werde entsprechend hochsteigen. Wir haben ja auf jeden Fall genug Delta V, um eine 250 Kilometer Höhe zu erreichen. Und der Rover könnte sein, dass der Bausatz aus Quäden ist. Da muss ich die Körbels mal fragen. Die kennen sich da besser aus in der Körbel Geografie, als ich das tue. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das bestimmt aus echtem Tannenholz in Queden hergestellt worden ist. So, und wir starten dann einfach mal in Richtung Nordpol. Jetzt muss ich mal kurz gucken, da ist Osten, dann ist da irgendwo, jetzt habe ich den Ozean verloren, dann ist da irgendwo Norden. Also wir werden wahrscheinlich in diese Richtung fliegen. Und ich sag mal, Feuer frei. Hui, so einfach, so schnell. Hatte ich eine Antenne oben an der Stufe? Ja, Gott sei Dank. War mir gerade nicht ganz sicher. Oh, das geht aber schnell hier heute. Ich nehme mal ein bisschen Schub raus. So reicht uns das. So, dann fliegen wir mal ganz gemütlich in Richtung nördlichen Nordpol und machen uns da einen schönen Orbit. Wenn da mal nicht die Kraube fehlt. Ach so, die Schraube, ja. Also ich hatte das noch nie tatsächlich. Also wenn wir jetzt mal auf IKEA zurückspringen, habt ihr das öfter mal gehabt bei IKEA-Paketen, dass irgendwas fehlt? Ich hatte das eigentlich noch nicht. Ich habe eigentlich immer das Problem, dass ich ein paar Schrauben übrig behalte, wenn ich ein IKEA-Paket baue. Und mich dann immer frage, was ich falsch gemacht habe. Meistens hält es aber irgendwie. Das mag aber an mir liegen. Ja, so sieht das nämlich aus. Also ich habe eher das Problem, dass ich immer zu viel Schrauben oder in dem Falle Krauben habe, wenn wir über Kerbels reden. Zu viele Krauben. So, jetzt beginnen wir mal langsam mit dem Gravity Turn und ich glaube, wir sind auch ganz entspannt mittlerweile unterwegs, was unseren Luftwiderstand angeht. Das heißt, ich gebe jetzt mal Gas, dass wir hoffentlich schön weit nach oben schon mal rausschießen. Denn unser nächstes Triebwerk ist ja jetzt nicht so der Oberknüller, um es mal nett zu formulieren. So, und mit dem machen wir jetzt auch direkt weiter. Aber wir haben schon direkt eine Thrust-Weight-Ratio von 1,69. Das passt also soweit. Wir sind auch fast auf nominaler Leistung, also 59,7 Kilonewton und Maximum können wir 60 Kilonewton rausholen. Gut, also ich denke mal, damit sind wir gut unterwegs. Strom reicht auch erstmal für den Aufstieg und das ist echt eine kleine Rakete jetzt nur noch. Sehr, sehr winzig. Ich mache mal ein paar Korrekturen. Huch, in die andere Richtung mache ich mal ein paar Korrekturen, damit das wirklich Nordpol-Orbit wird und nicht irgendwo anders hin. Gut, und ich werde jetzt diesmal nicht abbrechen auf 60 Kilometer Höhe, 60, 80 Kilometer Höhe, weil wir ja tatsächlich auf 250 Kilometer hoch wollen. Und da haben wir noch ein Stück zu tun. Aber was ich jetzt mal machen werde, ist ein bisschen den Schwung rausnehmen, denn wir haben Zeit für den Burn, müssen uns da nicht hetzen. Und ich würde sagen, wir können unser Fairing weghauen, oder? Weg damit. Niemand braucht Fairings. Und ich hoffe, ich hatte die Brakes Action Group gesetzt. Gear? Auch nicht. Hat er nicht gemacht. Schade eigentlich. Na gut. Ich müsste langsam mal die Antenne aber ausklappen. Wo ist die? Da. Zack. Extend Antenne. So, dann machen wir die Solarpanels halt händisch raus. Ich dachte, ich hatte eine Action Group gesetzt, aber naja. Man lernt nie aus. Habe ich wohl nicht. Habe ich wohl nicht. So. Wir sind bereit, alles zu scannen, was uns unter den Scanner kommt.
Und Ziele des heutigen Abends. Also das hier ist unser erstes Ziel. Das wird ein Scansat, um Kerbin zu scannen. Da haben wir einen Auftrag gerade angenommen. Dann kommt als zweites, gehen wir dann zum Mond rüber, zur Mondbasis und werden versuchen, den IKEA Bustle Rover, naja, ich hoffe, zusammenzubauen. Mal gucken. Und wenn wir das haben, wird es eine kleine Unterbrechung geben, weil ich habe festgestellt, ich kann zwar die Abonnenten-Kerbals jetzt gerade, ich wollte die jetzt im Livestream reinholen, das war aber nicht ganz zu Ende gedacht, denn ich kann die gar nicht umbenennen hier im Spiel. Da muss ich einmal ins Savegame rein. Und das ist am einfachsten im Savegame zu editieren, solange die noch nicht gestartet sind, weil dann muss ich es nur an einer Stelle ändern. Dann geht das relativ schnell. Das heißt, wir werden dann eine kurze Pause machen. Da habt ihr mal so 10 Minuten, um Pipi zu machen oder was auch immer ihr halt so macht, wenn man eine Pause macht. Und währenddessen werde ich die Kerbals kurz umeditieren, dass ihr seht, wer denn eigentlich die Jobs bekommen hat auf der Raumstation. Vielleicht ist ja jemand von euch sogar schon mit dabei. Ich hatte ja im letzten Livestream recht unsubtile Hinweise fallen lassen, dass man sich ja unter Umständen potenziell vielleicht noch anmelden könnte. So, und wir sind auf knapp 250 Kilometer Höhe. Das heißt, wir machen jetzt erstmal aus und schauen uns das mal an. Also, das sieht gut aus, dass wir über den Nordpol kommen. Und den Scanner mache ich jetzt aber mal noch nicht an, weil ich möchte nicht riskieren, dass wir jetzt hier irgendwie aus dem Strom rauslaufen, weil ich warte noch kurz, bis wir Sonnenlicht bekommen. Das müsste jeden Moment der Fall sein. Man sieht schon den Sonnenaufgang so am Rande. So. Jawohl. Und wir haben Strom. Das heißt, wir können jetzt auch mal anfangen, unseren Scan schon zu machen. So, Start Radar Scan, wenn ich das richtig verstanden habe. So, einmal gucken, ob wir stromtechnisch stabil bleiben. Was frisst das Ding jetzt? Sieht man gar nicht. Aber es frisst weniger, als wir durch die Sonne reinbekommen. Das sieht also ganz gut aus. Jetzt lassen wir uns gucken. Oh, schön. Und der fliegt jetzt einfach im Polarorbit. Was hier alles für komische Symbole sind. Was bedeutet jetzt wieder so ein rotes Kästchen? Alles ist anders. Genau, wir werden jetzt hier oben auf der Apoapsis uns nochmal einen kleinen Burn gleich gönnen. Und daraus einen Orbit machen. Und dann kann der Scansat eigentlich arbeiten. So, jetzt warten wir mal. 250 Kilometer, sehr schön. Und jetzt heißt es nochmal durchzünden von unserem Antrieb. Ich denke, da wird es gar nicht mehr allzu viel brauchen. Na, wir können es noch ein bisschen driften lassen. Wir haben noch Platz bis zur Apoapsis. Dass wenigstens halbwegs rund wird. So. Und wieder Feuer frei. Ich denke mal, dass wir sogar die letzte Stufe gar nicht mehr brauchen werden. Vermute ich zumindest. Das klappt ja eigentlich ganz gut. Ja, obwohl vielleicht noch so ein Hauch vielleicht noch. Werden wir sehen. Ah, nee, das sieht ganz gut aus. Oh, doch, verschossen. Also wir brauchen tatsächlich einen Hauch aus der letzten Stufe. So, das machen wir jetzt nochmal. Triebwerk aus oder Triebwerk minimale Leistung. Und wir koppeln uns ab und machen unseren Orbitkreis rund. Upp. An die 250 ran. Und stopp. So, 253 zu 260. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal gelten. Und damit ist unser Scansat in Betrieb und es tickert für unseren Auftrag. Ich könnte eigentlich mal die Alarmglocke zumachen hier. Es tickert für unseren Auftrag. Also hier ist der Mond übrigens. Da haben wir 6% mittlerweile zusammen. Und hier haben wir jetzt den ersten Prozent geschafft. Ja, das wird jetzt eine Weile dauern, weil wir halt hier rumfliegen immer wieder. Und währenddessen dreht sich halt Kerbin unter uns durch. Und wir scannen jedes Mal was anderes. Aber das braucht halt einfach seine Zeit. Gut, und ich würde sagen, wir können jetzt zum Space Center. Ich belohne mich für diese erfolgreiche Mission erstmal mit einem Bierchen. Ah, hervorragend. Schön kühl auch noch. Der Livestream hat ja gerade erst angefangen. Da siehst du auch, ob es idle ist. Was? Da siehst du auch, ob idle ist. Ideal. Ach, ideal ist. Ja, habe ich nicht. Rechtsklick mal auf den Scansat. Ich habe rechts geklickt. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische, wie man so sagt. Und als Skybox benutze ich. Ich hab's verdrängt. Nicht die Milky Way. Deep Starfield oder so ähnlich. Irgendwie sowas.
Ich überlege aber tatsächlich auf die Milky Way umzusteigen, weil ich die Milky Way noch ein bisschen hübscher finde. Muss ich mal gucken. Aber sie ist auch schön. Schöner als die Originale auf jeden Fall. So, und jetzt gucken wir mal, was unsere Mondbasis macht und versuchen uns mal im Rover-Gebastel, würde ich sagen, weil ich wollte jetzt die Pause nicht nach 20 Minuten einwerfen. Das ist auch ein bisschen albern. Was ist denn hier los? Sieht ja schon mal sehr spektakulär aus, was wir hier so machen. Todesstern. Weg mit dem Mond. So, wir müssen zur Moonbase, vermute ich mal. Ja, das sieht ganz gut aus. Oh, ist dunkel, ne? Ist ein bisschen dunkel. Müssen wir mal schauen, wie das so ist mit dem Licht. Und Proxy, ja, ich ändere die Namen der Kerbals tatsächlich einfach in der Persistent SFS um. Also ich gehe da rein mit dem Editor, suche nach allen Stellen, wo dieser Name auftaucht, den ich ändern will. Und mach Replace All mit meinem super coolen Editor. So, auf zum Moonbase. Also es ist tatsächlich so einfach, aber der Punkt ist halt einfach, je mehr ich mit einem Kerbal mache und wenn er im Raumschiff ist, dann kann das potenziell Probleme im Safe Game ergeben. Solange die noch auf dem Boden sind, noch nichts gemacht haben, haben sie noch kein Flight Log, sie haben noch nichts erlebt und sie sind sehr einfach zu editieren, weil es sie nur einmal in dem Safe Game gibt, nämlich im Rooster, wo sie verfügbar sind. Und das ist potenziell sehr erstrebenswert. Und ja, ich werde das nächste Mal andere Lampen mitnehmen. Das habe ich auch gelernt. So, wir sitzen natürlich in so einem blöden Krater drin. Das heißt, von der Sonne, die hier noch so ein bisschen über den Mond schrabbelt. Ne, hier ist auch gar nichts mehr mit Sonne. Ist schon vorbei mit Sonne. Also wir sitzen hier im Krater mit unserer Moonbase. Da sind wir. Und da irgendwo. Da. Da. Irgendwo. Entschuldigung, falsche Richtung. Ist der Steinbogen, den wir erforschen wollen. Und damit man da nicht zu Fuß hinlaufen muss, habe ich mir gedacht, wir bauen uns mal einen Rover, mit dem unser Scout dann dahin fahren kann. So, dafür habe ich ja ein paar Bauteile mitgenommen. Und ich würde sagen, der Neo versucht jetzt mal sein Bestes, um das zu machen. Und Luca, nein, ich benutze nicht Notepad++. Als vernünftiger IT-Guy benutze ich den Atom-Editor. Aber man kann das bestimmt auch mit Notepad++ machen. Du kannst das wahrscheinlich auch mit jedem anderen Texteditor machen. Also von daher ist das jedem überlassen. So, wir müssen ein bisschen gleich aufpassen. Wir haben eine Stunde EVA-Zeit mit unserem Live-Support-Mod. Und hier sind auch viele tolle Indikatorlichter. Und jetzt ist eins weniger, weil einer ausgestiegen ist. Aha. So, jetzt müssen wir mal gucken. Theoretisch müsste ich auf den Container runterspringen können. Der sollte direkt als Trittstufe auch agieren. Schwupp. Na, komm. Hopp, jawohl, gut geklappt. So, dann machen wir erstmal Licht an, damit das hier nicht ganz so finster ist. Und ein kleiner Sprung für die Körbelheit, aber ein Genickbrecher für Neo Kerman. So, und ich würde sagen, wir bauen jetzt alles zuallererst mal eine Flagge auf, damit ich auch für Landemanöver die Basis hier gut anpeilen kann. So, also mal ganz basismäßig eine Flagge aufgestellt, die ich wirklich nur als Beacon eigentlich missbrauche. So, Hardcore Kerbal Colonization. Und das ist natürlich auch eine Werbeveranstaltung für diese Serie. Ich nenne es den Base Beacon. Nicht zu verwechseln mit dem Base Bacon, den benutzt man beim Grillen. Und das funktioniert bekanntlich auf dem Mond nicht so gut, weil da die Atmosphäre für fehlt. Also für Feuer. Man kann natürlich mit anderen Sachen grillen. Laser zum Beispiel. Aber das machen wir später mal. Gut, da schreibe ich jetzt gar nicht viel dazu. Gut, Neo ist hoffentlich ausgerüstet, um hier zu arbeiten. Und Neo muss, glaube ich, mal Pipi oder er läuft ganz komisch. Da bin ich mir nicht so sicher. Ah, er hat einfach unglaublich viel Kram mit dabei. Da können wir gleich mal ein bisschen was zurückpacken ins Raumschiff, damit er sich bewegen kann. So. Das heißt, wir fangen jetzt mal an, uns die Teile für den Rover rauszusuchen. Also, als allererstes packen wir mal diese Live-Support-Dinger da rein. Nee, tun wir nicht, weil offensichtlich das Volumen voll ist. Dann müssen wir erstmal was rauspacken. Okay, dann packen wir erstmal was raus. Zack, einmal das Cockpit und einmal das. Jetzt mal gucken. B war nach oben, glaube ich. Naja, so. Hier so. Zack. So, das ist so unser zentrales Teil und das Cockpit. Damit fangen wir auf jeden Fall an. Jetzt habe ich hier drin aber ein bisschen Platz und kann hoffentlich meine Live-Support-Pakete abladen, damit ich mich wieder ein bisschen besser bewegen kann. Haufenweise EVA-Fuel brauchen wir auch nicht. Die ganzen Werkzeuge können wir auch erstmal auf Halde legen.
Ich brauche exakt einen Schraubenzieher und ich behalte mal einen Eva-Fuel-Kanister. Man weiß ja nie, was noch passiert. Eigentlich könnte ich auch einfach mit dem Eva-Fuel-Kanister rüber. Aber wir bauen jetzt diesen Rover. Das ist nicht, weil es sinnvoll ist, sondern weil es Spaß macht. So, gut, das ist unser Mini-Cockpit. Mit wichtiges Feature, da sind Lampen dran. Also das hier ist vorne mit dieser kleinen Leiter. Und ich hätte gesagt, das probieren wir jetzt mal auf diese Stange schon mal drauf zu bauen. So als Annahme 1. Also ich nehme mir jetzt diesen Pod. So. Dann muss ich ihn mal in die richtige Richtung drehen. Das sieht nicht so gut aus. Ja, das funktioniert nicht. Das nicht. Wie kann man den attachen? Okay, warte mal. Vielleicht machen wir das ein bisschen anders. Vielleicht drehe ich den hier einfach mal zurecht und wir bauen die Stange ran. Vielleicht ist das einfacher. Jetzt muss ich erstmal klarkommen. So. Aber ich will ihn aufs Gesicht legen quasi. So. Tüftel, tüftel, tüftel. Zack. Okay. Sehr schön. So, jetzt müssen wir die Stange nehmen. Wir basteln Dinge. Eigentlich würde ich die Stange gerne hier so ranbauen, aber so. Wenn das ginge. Warum funktioniert jetzt? Ah. Muss ich nochmal gucken. Ich kann gerade aus dem Winkel gar nicht erkennen, ob das gerade ist. Ist das gerade? Sind wir uns einig, dass das ein rechter Winkel ist? Ah, er muss gleich nachgucken. Ich hoffe, das ist ein rechter Winkel. So, und wir machen das bündig mit dem hier, würde ich sagen. So. Irgendwie. Ich hoffe, das ist halbwegs mittig. Ist jetzt natürlich alles so ein bisschen mit Augenmaß. Aber wir arbeiten einfach mal damit. So. Zack. Damit haben wir unser Grundgerüst gestellt. Hoffe ich. Gut, jetzt brauchen wir meine seitlichen Ausleger für die Räder. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Inventory. Kann ich davon einen einpacken? Die sind bestimmt zu groß. Nee, kann man einpacken. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann nehmen wir erstmal zwei mit. Dann ist das Inventory nämlich auch voll. So, jetzt kommen die seitlichen Gondeln ran, an die wir später die Räder bauen wollen. Also alles streng nach vorschriftlichem Plan, wie das bei IKEA halt so ist. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hier rangefriemelt bekomme. Ach, guck mal, das passt schon mal ganz gut. So. Jetzt müssen wir das nur noch. Ah, ich habe Schiss, dass das flippt. Wartet mal. Lasst uns mal, wenn wir das machen, das Ding auf den Kopf stellen, damit das nicht im Boden steckt, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe. Wenn wir Dinge tun, wo wir was im Boden stecken, dann flippt das ja. Ihr kennt das noch von der Mars-Basis bestimmt, also von der Duna-Basis in Hardcore Kerbal, mit dem, ich nenne es mal den Infamous Sonnenschirm, dem berühmt-berüchtigten, den ich unter die Erde gebaut habe, der dann hochgeflippt ist und die halbe Basis in den Tod gerissen hat. Das möchte ich gerne heute nicht tun. Man ist ja lernfähig, also auch ich bin lernfähig, was es mag oft nicht so vermutet werden oder nicht so wirken, aber. Ich bin tatsächlich lernfähig. So schön bündig. Tiefer geht nicht. Okay. Okay, erster Ausleger ist dran. Der steht jetzt so ein bisschen ü. Oh, oh, oh. Nicht wegrollen. Halt! Warte auf mich, kleines Auto. Halt, 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 halt. So haben wir nicht gewettet. Wie rum muss ich drehen? So rum muss ich drehen. So. Und dann bin ich nach oben. Und ablegen. Schwupp. So. Sehr schön. Du willst doch nicht umkippen. Bleibt jetzt liegen. So, und jetzt die andere Seite vom Ausleger. Ah, sehr schön, das läuft ja wie geschnitten Brot. Wenn das jetzt aufhört zu wackeln, dann ist alles total super.
Ah, es hat aufgehört zu wackeln. Sehr schön. Es ist also alles super. So tief wie möglich wieder nach unten und auf der Seite bündig. Sehr schön. Also ihr seid gerade Live-Zeuge, wie ich versuche, auf dem Mond einen Rover zu bauen aus Einzelteilen. Oh, jetzt flackert es ein bisschen. So. Ich guck mal, wie mein Werk geworden ist, ob das halbwegs gleichmäßig ist. Ein bisschen was wird die Dämpfung auch ausgleichen können, aber das sieht gar nicht schlecht aus. Also der ist ein Müh tiefer, würde ich sagen, aber kann man mitarbeiten. So, dann holen wir mal die nächsten Teile. Und Mickey, das ist der Trick. Ich habe diesen Rover vom Grundgedanken her so konzeptioniert, es gibt keine schweren Teile. Dieser Rover ist eigentlich vom Gewicht her so gedacht, dass ein Körbel, der mit ihm fährt, wenn er umkippt, aussteigen kann und den Rover wieder aufrichtet. Also der Rover ist leicht genug, dass ein Körbel ihn anheben kann, erst recht auf dem Mond. Von daher gibt es keine schweren Teile. Es gibt nur so leichte Gerüstteile und nachher Räder und so, und das kann alles ein Körbel tragen. Falsch, falsch, immer noch falsch. So.